Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mit einem Interviewgast, der Philipp, der hat sich bei mir gemeldet, war einer der ersten, der auf meinen Aufruf sozusagen reagiert hat. Und ja, ich bin schon ganz gespannt, was das heutige Gespräch so ergeben wird. Vielleicht zur groben Einordnung. Philipp, kannst du dich vielleicht kurz vorstellen? Ja, gerne. Ich bin der Philipp, ich bin 41 Jahre alt. Und bin Koch und reise regelmäßig nach Kuba. Okay. Und wann warst du das erste Mal in Kuba? Das erste Mal war ich vor 10 Jahren in Kuba. Mhm. Da habe ich einen Hotelurlaub gemacht. Und jetzt seit 2,5 Jahren fahre ich eigentlich regelmäßig hin. Seit 2,5 Jahren? Genau. Okay. Du hattest ja im Vorfeld schon ein paar Infos quasi parat gehabt. Der Grund war ja, du heiratest bald. Richtig. So, das heißt, ich denke mal, vor 2,5 Jahren hat das Ganze so sein Spiel, sein Anfang genommen, besser gesagt. Genau. Na, kannst du da noch ein bisschen ausholen, wie das passiert ist? Ja, das war so, dass ich eine Freundin hier in Berlin habe, die ist auch Kubanerin. Mhm. Die ist mit ihrer Familie zu ihrer anderen Familie gefahren, nach Havanna. Und da habe ich sie einfach gefragt, ob sie mich vielleicht mitnehmen kann und mir ein bisschen Havanna zeigen kann. Sie hat ja sofort zugestimmt und ja, dann habe ich mich mit eingeklinkt und ja, so war ich halt auch nicht im Hotel, habe bei ihrer Tante gelebt. Wo war das? In Havanna oder? Direkt in Havanna. Direkt in Havanna, okay. Die ganze Familie lebt in Havanna und ja, dann war ich halt auch nicht in Hotels, habe sozusagen Urlaub mit den Kubanern gemacht. Da lernt man halt auch das Volk kennen und ja, es hat mir sehr gut gefallen. Damals war ich 3 Wochen dort und ja, habe viele ihre Freundschaften kennengelernt und auch noch andere Kubaner, die hier in Berlin wohnen und ja, so ist es dazu gekommen. Okay, also hast du ja dann nicht nur dort sozusagen Kubaner kennengelernt, sondern auch hier in Deutschland? Genau. Ja, und da bist du halt immer noch so ein bisschen verbandelt. Absolut, ja. Absolut, okay. Du hast ja gesagt, du kommst aus der Gastronomie, bist Koch. Richtig. Darf man fragen, welche Fachrichtung? Also deutsche Küche oder? Also ich habe mit der deutschen angefangen. Ja. Dann bin ich rüber in die italienische Küche. Ja. Und jetzt mache ich eigentlich so relativ alles. Ich habe auch, war mal im Golfclub Wannsee tätig und ja, ich würde schon sagen, fast international. Aber so meine beste Eigenschaft ist die italienische Küche. Die italienische, okay. Was sagst du zur kubanischen Küche? Du bist der Fachmann quasi. Ich mag sie. Vor allen Dingen jetzt von meiner Freundins Mutter, die Küche, die liebe ich über alles. Mhm. Wenn ich nur an Tamales denke, ja, ist schon gut. Okay. Manchmal einfältig, weil wenn sie kein Geld haben, dann essen sie halt nicht so viel. Aber wenn man dann als Europäer dahin geht und ein bisschen was zur Verfügung stellt, habe auch schon ganze Schweine gekauft in Kuba. Okay. Die haben jetzt zum Beispiel letztes Jahr zu Weihnachten eins gekauft und zu Silvester habe ich eins gekauft und dann habe ich halt eine große Fiesta gemacht. Mhm. Und ja, ich genieße das. Das glaube ich. Sehr frisch, frisches Obst, frisches Gemüse, was will man mehr? Mhm. Du bist aber du bist bisher mehr in Havanna geblieben, ne? Ich habe schon richtige Reisen gemacht. Ja. Von meiner Freundin, die Familie, die kommt eigentlich aus Santiago de Cuba. Ach, okay. Und ich habe mir jetzt schon 2-mal ein Auto gemietet und bin von Havanna bis nach Santiago gefahren. Ja. Also dann eigenständig? Eigenständig, genau. Ich will mir Land und Leute angucken und einfach mal mitten durchs Land fahren, das war ein Riesenerlebnis. Es war katastrophal, die Straßen. Ich habe auch schon geplatzten Reifen gehabt und alles. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, warum ich Kuba lieben gelernt habe. Ich weiß nicht, ich stand, glaube ich, 10 Minuten auf der Straße. Ich hatte, wie gesagt, einen geplatzten Reifen und ihre Mama war mit an Bord. Sie hat noch einen kleinen Sohn, der ist 10 Jahre alt gewesen damals. Und sie und ich als einziger Mann mit einem geplatzten Reifen, naja, war jetzt mit einem geliehenen Auto, der Warengeber war Katastrophe.
Und da ist sofort jemand angehalten und das sieht man eigentlich auch überall auf der Straße. Gibt es ein Problem mit den Autos, die sind alle hilfsbereit. Also das schätze ich total an den Kubanern. Das ist auch so ein Grund, ja, warum ich mich eigentlich da so verliebt habe. Die Gastfreundschaftlichkeit, die Hilfsbereitschaft ist einfach top. Die Offenheit halt allgemein. Ne? Sehr. Okay. Ja gut, nee, ich habe jetzt bloß gerade gedacht, weil du meintest ja, halt alles frisch und viel Obst etc. Mhm. Ist ja in den ländlichen Gegenden eher weniger der Fall, beziehungsweise wenn dann halt wirklich nur mit, mit Geld. Aber du hast auch gesagt, also klar, wenn es was, wenn es kein Geld gibt, dann gibt es auch weniger auf dem Tisch, beziehungsweise dann sieht es halt ein bisschen mager aus von der Auswahl. Aber wenn man, wenn man dann halt was mitbringt so ein bisschen und investiert, dann findet man schon das ein oder andere. Ja. Das stimmt allerdings. Ja, Reis mit Bohnen, Congrie oder Potaje, ne, ist ja nochmal Standardgericht. Ja, na gut. Zurück quasi zum Thema, wie du halt quasi deiner Freundin oder Verlobte ja zum jetzigen Zeitpunkt kennengelernt hast. Das war dann halt bei dieser Reise, bei der zweiten Reise quasi, die du nach Google gemacht hast, oder später? Es war die zweite Reise. Ich war ja schon mal vor 11 Jahren und jetzt vor 2,5 Jahren. Das war dann die zweite Reise. Ich habe erst bei meiner Freundin's Tante gewohnt. Mhm. Dann habe ich ihren besten Freund kennengelernt. Der wohnt in der Nähe vom Malecon. Und das war noch so ein bisschen zentraler. Dann habe ich mir in seinem Haus, das ist ein ganz neunstöckiges Haus, und die Kubaner vermieten ja meistens noch ihre Wohnung, Casa Pelicula, heißt es, genau so heißt es, glaube ich. Und ja, der hat doch gesagt, komm doch mit. Der arbeitet, wie gesagt, auch hier in Berlin, ist auch schon seit, ich glaube, 25 Jahren in Berlin. Und ja, dann war ich mit ihrem besten Freund unterwegs und da war ich regelmäßig in der Wohnung. Die Mama hat sehr gut gekocht. Ich brauchte mich um Essen eigentlich nicht kümmern. Frühmorgens gab es Frühstück, mittags und Abendessen hatten wir. Und sein Bruder wohnt auch in der Wohnung und er hat eine Frau und die macht so ein bisschen Geschäfte mit Kleidung. Mhm. Ja, und dann war ich halt schon eine Woche da und dann hat er mich irgendwann mal gerufen, komm nochmal zu der Wohnung nach vorne, zu meinem Bruder. Und dann wurde mir halt ja, meine gerade zukünftige Frau vorgestellt und ja, so hat sich es einfach ergeben. Dann ist man in die Disco gegangen, hat ein bisschen Zeit verbracht und ja, so habe ich jetzt sozusagen meine Freundin, bald Frau, kennengelernt. Okay, schön. Und das war jetzt schon vor 2,5 Jahren. Genau. Seitdem, du hast glaube ich gesehen, geschrieben, du warst 6 Mal in Kuba, wenn ich mich recht entsinne. Also dann quasi seitdem 5 Mal. 5 Mal. Richtig. Ja, ist ja dann in dem kurzen Zeitraum ja auch eine Hausnummer. Ja, und einmal sogar jetzt von dem letzten Jahr Dezember bis Anfang Februar. Da war ich sogar 2 Monate jetzt schon da. Ah, okay. Also du warst bis dieses Jahr Februar sogar dort gewesen. Genau. Ja, Ende Februar gab es ja dann auch diese Änderung bei den Einreisebestimmungen. Genau. Das ist ja noch umgangen. Genau, ich war... musste trotzdem in die Quarantäne, aber also ich habe auch eine Wohnung in Havanna und ja, da musste ich halt in meiner Mietswohnung 5 Tage in die Quarantäne. Mhm. Dann kam nochmal der Test. Das Positive war, dass sie halt mit in der Wohnung war und den Kleinen habe ich jetzt in der Zeit nicht dagelassen. Den habe ich zu der Mama geschickt oder zur Oma. Also weil, sie hat noch einen Sohn. Genau. Mhm. Und ich wollte halt nicht, dass, weil der geht in die Schule und wenn dann Corona getestet wird, dann wollte ich nicht, dass er dann halt aus der Schule kommt und so haben wir das safe gemacht und ja, den habe ich dann halt 6 Tage später gesehen, aber ja, seitdem, er nennt mich auch schon Papa, bin ich sehr happy drüber und ja, macht Spaß. Na gut, dann hast du ja doch schon einiges an Zeit dort verbracht. Absolut. Ja, von da kann man da dann das Ganze vielleicht auch schon so einschätzen, wie das Ganze funktionieren wird. War sie dann schon hier in Deutschland? Oder? Nee, das habe ich schon versucht, aber da hat die Botschaft das nicht erlaubt, weil sie kein Eigentum hat und in dem Zeitraum auch keine Arbeit leider hatte. Und dadurch hat, ja, ich glaube sogar
Kuba gesagt. Ich weiß gar nicht, welche Botschaft es jetzt war, die deutsche oder die kubanische. Sie machen, glaube ich, eine Rückkehrprognose, so nennt sich das. Und da kamen sie halt zu dem Entschluss, dass sie nicht mehr zurückfliegt in ihre Heimat, trotz ihres Sohnes, was ich schon echt streng fand. Das ist tatsächlich, die Entscheidung, aber denen ist es wohl sehr wichtig, dass man Eigentum hat und einen Job hat, dass man halt sich wieder um das Haus kümmert. Sie haben gesagt, die Mutter, weil ich habe angegeben, dass die Oma sozusagen 3 Monate auf den Sohn aufpassen würde. Das ist ein Zeichen von wegen, sie würde auch noch länger auf den Sohn aufpassen. Und ja, deswegen haben sie es verneint. Verstehe. Okay. Das ist natürlich schade drum erstmal, ne? Weil letztendlich wäre das ja auch nochmal so eine schöne Gelegenheit gewesen. Um ja, das ihr Deutschland zu zeigen, genau, wie ich wohne. Das wäre dann quasi letztes Jahr gewesen oder wann? Genau. Ich muss kurz überlegen. 1920. Genau, am Anfang des letzten Jahres. Okay. Na ja, gut. Aber du bist ja einen Schritt weiter gegangen, du warst ja dann wieder in Kuba und jetzt wirst du ja dann auch heiraten im November. Genau, am 27. Oktober fliege ich. Mhm. Am 14. Januar komme ich zurück und am 27. November wollen wir heiraten. Schön. Und das macht ihr auch in Havanna quasi dann? Richtig. Okay. Das ganze Prozedere, das hatten wir schon vorab so ein bisschen mal besprochen, ist ja nicht ganz so einfach. Ne? Hier quasi mit den ganzen Dokumenten, die man braucht, und das geht dann Kuba noch weiter. Ne? Mhm. Das ist ja hier quasi nur der Anfang. In Kuba wird es noch ein bisschen komplizierter. Aber gut, dazu können wir uns ja vielleicht mal verständigen, beziehungsweise dazu hatte ich ja auch schon mal ein Video gedreht, beziehungsweise auch auf meiner Website steht da ein bisschen was zu. Aber wie gesagt, da können wir gerne nochmal zu einem späteren Zeitpunkt, falls du da nochmal irgendwie Hilfe benötigst, drauf zurückkommen. Super, das freut mich. Okay. Wenn ich das Wort Kuba sage, an was denkst du denn direkt? Was ist denn das Erste, was du assoziierst damit? Meine Frau. Deine Frau, ne? Deine zukünftige Frau. Schön. Okay, naja, dann zwei Liebende, ne? Soll man ja auch letztendlich. Von daher finde ich eine schöne Sache. Und wie gesagt, ich finde es auch gut, dass du dir da auch Zeit gelassen hast und doch einiges an Zeit auch vor Ort verbracht hast. Denn man hört ja schon hier und da doch Personen, die dann ein bisschen blauäugiger in die ganze Geschichte reingehen. Ne? Und deswegen ist auch ganz gut, dass du hier in Berlin auch so deine Kuba-Connection hast. Ne? Also von daher ist dir das ganze, ja, die ganze Kultur letztendlich gar nicht mehr denn so fremd. Und von daher ist es, denke ich mal, auch von deiner Warte her ganz gut, wie ich es zumindest einschätze, wenn ich mir eine Einschätzung erlauben darf an der Stelle. Ja, ja, ich wollte mir das alles vorher noch ein bisschen angucken, wie sich das entwickelt. Ja, vielleicht gibt es Liebe auf den ersten Blick, aber ich wollte auch mal ein bisschen länger Zeit in Kuba verbringen und ihre Familie noch kennenlernen, gucken, ja, wie ich akzeptiert werde. Ja, die haben mich alle super aufgenommen, kann ich einfach nur sagen. Ja, ich bin jedes Mal wieder froh, dorthin zu kommen. Und wie gesagt, das ist auch schon meine eigene Wohnung da drüben. Und kann einfach nur sagen, ja, die Zeit mit dir ist wunderbar. Und schade, dass es nicht geklappt hat, dass ich immer mein Land ein bisschen zeigen konnte. Ja, das ist tatsächlich, aber... Aber sie würde schon ganz gerne hierher kommen. Das Gute ist, wenn sie hierher kommt, sind wir nicht... ist sie nicht alleine, weil sie kennt auch die Kubaner, die ich hier kenne, weil die waren alle, die war ja mit dabei, wo ich sie kennengelernt habe, und ja, dann hat sie auch schon einen Anzugspunkt und ist nicht so alleine. Das finde ich zum Beispiel sehr wichtig, weil ich sag mal, so eine kubanische Blume kann auch eingehen, und das, ja, das würde mir im Herzen wehtun, und so ist das alles ein bisschen lockerer. Und sie kann ihre Freizeit mit Kubanern verbringen, die auch schon sehr gut Deutsch können. Und dann kommt man vielleicht auch ein bisschen besser hier rein. Ich denke auch, dass das an der Stelle ein guter, nicht unbedingt Kompromiss, aber letztendlich ist es halt wirklich ein guter Weg denn für sie, den du dann quasi bereit hältst.
um die da so ein bisschen auch aufzufangen. Neues Land, neue Kultur, wahrscheinlich das erste Mal raus aus Kuba. Ja, mal in Guyana. Ah ja, okay. Gut. Die meisten Kubaner fliegen halt dann auch das erste Mal tatsächlich mit einem Flugzeug. Ne? Also ist halt, war genauso halt die der Tourismus in Kuba, wenn man sich den anschaut. Ne? Viele Kubaner kennen ihr Land gar nicht. Nee. Na, wenn du dann halt irgendwo hinreist mit jemandem, um sich irgendwas anzugucken, das ist für die genauso neu teilweise. Ne? Ja, das ist zum Beispiel das, was ich jetzt so beobachtet habe. Ich habe ja jetzt schon mehrmals ein Auto gemietet und ich kann schon fast sagen, ich habe hier mehr gezeigt, als sie kannte, weil wir waren schon an der Schweinebrucht, Pinal de Rio, durchs ganze Land mit dem Auto, davon kannte sie vieles gar nichts und Cienfuego waren wir schon und ja. Genau, das sind halt so Sachen, dafür ist ja auch eine schöne Sache. Dafür haben sie einfach kein Geld. Ja, so ist es halt. So ist es leider. Ja, also man kennt höchstens so die Sachen in der Umgebung, wo man wohnt, aber viel mehr im Regelfall nicht. Oder man arbeitet halt staatlich, wo man dann halt entsprechend subventioniert wird und da dann halt entsprechende Reisen machen kann. Okay, ja, kurzer Schnitt, die Kamera hat sich verabschiedet, deswegen geht es hier jetzt quasi weiter an der Stelle. Wir hatten uns gerade unterhalten über die Urlaubsmöglichkeiten, sag ich mal, für einen Kubaner, die an der Stelle auch relativ begrenzt sind. Ja. Okay, vielleicht nochmal zur Situation in Kuba. Du hast das ja auch mitbekommen, du warst ja tatsächlich vor Ort, hast die Quarantäne selbst quasi noch in deiner eigenen Wohnung mitmachen können, dürfen, sollen, müssen. Danach wurde das Ganze ja dann Ende Februar nochmal komplett umgestellt und verschärft, was bis heute anhält tatsächlich. Was ist da deine Einschätzung? Wie siehst du die Lage in Kuba? Du warst ja, wie gesagt, jetzt auch vor Ort gewesen. Du hast vor allem die letzten zweieinhalb Jahre aktiv miterlebt, was sich da in der Zeit so getan hat. Katastrophal. Also, ja, was soll ich sagen? Also, in der letzten Woche, wie ich jetzt im Januar dort war, wollten wir nochmal an den Strand fahren. Mhm. Das ist jetzt so die Situation, die ich am meisten im Kopf habe und ich habe die Familie nochmal, dann habe ich ein Taxi organisiert, wir haben uns Essen vorbereitet und sind an den Strand gefahren und dann habe ich schon gesehen, wie sie Schilder aufstellen, da haben sie sogar die Strände geschlossen, die Polizei war auch schon vor Ort überall und hat es kontrolliert, da hätte es jetzt richtig Strafen gegeben, wenn man an den Strand gegangen ist, an die frische Luft, das Beste, was eigentlich für einen Menschen sein kann, dass man ein bisschen an die frische Luft, an den Strand geht, ist für mich. Ich habe dafür überhaupt gar kein Verständnis, wenn ich ganz ehrlich bin. Der Kleine jetzt von uns, der ist jetzt seit über einem Jahr nicht in der Schule. Ein Jahr schon? Ja. Das ist, müsste jetzt, ist jetzt fast ein komplettes Jahr, ist er nicht in der Schule. Mhm. Ich habe ihn noch zur Schule gebracht, also fast ein Jahr. Mhm. Und das ist, sage ich mal, für so einen Jungen, der jetzt zu Hause, der darf ja nicht mal auf die Straße im Moment, nur für sag ich mal, einen Pass zu organisieren oder so, dafür darf er auf die Straße, sonst darf er nur zu Hause bleiben. Das heißt, er hat keine Bewegung, ist, im Moment ist er auch sehr schwer, also ihn nimmt es auch total mit. Inflation, seitdem ich jetzt nicht da bin, ist glaube ich fünffach gestiegen, so ungefähr, das sagt mir jetzt meine Frau, schwer Sachen überhaupt ranzubekommen, teilweise sogar Reis schon Probleme. Sie war zwei Tage hat für Öl angestanden. Das ist schon ganz schwere Verhältnisse, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber du hast es gerade schon gesagt, ne, gerade so die Inflation, die ist so dermaßen gestiegen. Ja. Na, Ölpreise, ne, also Speiseöl, ne, vorher 1,90. Darf man jetzt auch schon sagen, 10, 12, 15. Sie hat für 5 Liter und jetzt da ist einfach auf dem Schwarzmarkt für über $30 gekauft. Ja, ja, genau. Und das ist schon mal eine Ansage. Ja, das ist auf jeden Fall gerade nicht einfach. Und ich sag mal, die Familien, die jetzt keine Unterstützung aus dem Ausland haben, ich weiß nicht, wie die es machen. Ich auch nicht. Na, man hat natürlich schon einen relativ großen Anteil, die halt irgendwo einen Kontakt haben. Aber gäbe es da jetzt nicht diesen familiären Zusammenhalt,
Dass man da jetzt halt tatsächlich mit, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Personen ja. so das Geld zusammenschmeißt und jeder gibt ein bisschen was. Ne? Ich weiß nicht, wie da jetzt eine einzelne Person überleben könnte. Ich auch nicht. Deswegen hat man die Reaktion jetzt gesehen. Ja. Sie sind auf die Straße gegangen. Viele Menschen wurden verhaftet und es waren einige auf den Straßen in vielen verschiedenen Städten. Ich habe das auch verfolgt. Ich wundere mich nicht, dass sowas passiert. Mhm. Wenn die Politik da nichts macht, dann finde ich das schon sehr traurig, weil wenn die Menschen hungern, werden die Menschen aggressiv. Ja, das ist leider nur ein Resultat. Leider. Ja. Hast du da noch irgendwie was anderes aus Richtung deiner zukünftigen Frau gehört, wenn es gerade so um den Punkt Proteste geht? Dass jetzt im Moment sehr viel Polizei in Havanna auf der Straße mhm. ist, sogar die Armee. Ob es jetzt noch so ist, also vor 2 Wochen war es noch so mhm. und sogar, ich weiß nicht, sie hat es glaube ich Rote Armee genannt, das ist so eine spezielle Einheit, nennt sich die, sogar die ist bei uns in den Straßen, also durch die Straßen mhm. gefahren und ich wohne im echt guten Viertel, das ist in der Nähe vom Platz der Revolution, da mhm. wohnen die Polizisten, die Politiker, also ich würde schon sagen für einen Kubaner eine gehobene Gegend mhm. und sogar da patrouillieren sie und ja, ab 21 Uhr ist gar keiner mehr auf die Straße. Es ist immer noch Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Und ja, da fährt nicht mal mehr ein Bus, gar nichts. Also ja, na, jede Provinz wird ja da tatsächlich separat behandelt. Ne? Und Havanna ist da natürlich dann als Hauptstadt natürlich auch in den letzten Monaten stark betroffen gewesen. Ja. Die mussten da auch so ein bisschen härter durchgreifen, sage ich mal. Ja, die dürfen nicht mal Havanna verlassen. Also mhm. sind in Wohnung und in Stadt eingesperrt. Mhm. Naja, das schauen wir mal, wie es weitergeht. Also aktuell, wenn man von den Fallzahlen ausgeht, die sinken ja gerade wieder. Und das ist ja auch der Grund, warum jetzt gerade die ganzen Einschränkungen in Havanna sind. Gucken wir mal, wenn es weiter sinkt, dass es dann wieder mehr Öffnungen gibt. Gerade für den Tourismus ist ja auch ne, also, Transportmöglichkeiten, Casa Particular, nicht nur irgendwie Strandhotel, ja. ne, dass man so diese Möglichkeiten, die man so als selbstverständlich genommen hat, dass man diese auch wieder nutzen kann. Ja. Na, schauen wir mal, wie die nächsten Monate aussehen. Ich bin guter Dinge, du fliegst ja in 2 Monaten. Bis dahin könnte, also wie gesagt, ich drücke die Daumen, weil ich gehe davon aus, dass es da dann tatsächlich wieder besser sein wird. Ich habe jetzt mal geguckt nach so einem Quarantänehotel mhm. und das ist echt teuer. Für einen Tag das Billigste, was ich gesehen habe, sind glaube ich 190 Euro. Da ist dann zwar Vollverpflegung mit bei, aber ich könnte halt umsonst bei mir in der Wohnung wohnen und muss jetzt für, man bucht 5 Nächte, 6 Tage und das ist natürlich schon eine Menge Holz, die man dann bezahlt. Das ist ein bisschen Geld, ja, was da zusammenkommt. Hast du jetzt gesagt, pro Tag 100? Ja. Okay, weil ich glaube, das günstigste, was ich gesehen hatte, waren knapp 400 für den kompletten Zeitraum. Okay, ist das ja. so ein Paket? Ja, ja genau. Ich konnte das mir nicht genau. so richtig übersetzen, weil so gut ist mein Spanisch dann doch nicht. Mhm. Der Übersetzer macht das auch nicht immer perfekt, mhm. also es ist doch so ein Paket, ja. Aber ich habe sie jetzt mal in so einem Hotel anrufen lassen und habe gefragt, sie sollte für mich fragen, ob das dieser Pauschalpreis ist oder ob das für täglich ist. Ja. Und da meinte die im Hotel, dass das ein Tagespreis ist. Das kann durchaus sein, die Preisspanne ist sehr groß, ne? Aber ich sag mal, gerade wenn es halt um diese Paketpreise geht, mhm. hier in Berlin hast du ja Tropicana Touristik mhm. als Reiseveranstalter und die verkaufen auch tatsächlich für Individualreisende diese Hotelpakete. Okay. Na, also vielleicht da mal anfragen, so als Tipp. Ja. Na, und da hatte ich mich auch etwas günstiger mal was okay, gesehen. Super, das ist gut zu wissen. Na, weil die arbeiten auch direkt zusammen dort vor Ort mit den Leuten. Ja, ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Ne? Also man muss sich jetzt um so viele Sachen noch kümmern. Einerseits PCR-Test darf man vorher nicht vergessen, auch wenn man geimpft ist. Ne?
ja, Hotel für Quarantäne. Es sei denn, man macht halt quasi eine Pauschalreise und keine Individualreise, aber ich sag mal, Kuba als Pauschalreisender, ich sag mal, als Europäer hat man da doch dann andere Möglichkeiten, Ja. statt diese weite Reise auf sich zu nehmen, um halt Strandurlaub zu machen. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Na, Würde ich niemals mehr machen. so von daher denke ich halt auch, ne, letztendlich gibt es halt die Person und ist auch vollkommen okay, wer sich dafür entscheidet, ist vollkommen okay, ne? Wer bin ich, um darüber zu urteilen, ne? Aber ich persönlich kann es halt nicht verstehen. Ich auch Na, nicht. Kann man nur in von Europa Urlaub machen und dann genau. ins Hotel gehen. Genau. Wahrscheinlich günstiger und von der Qualität her wahrscheinlich etwas höher. Na, so. Aber als Individualreisender, das Land, die Leute, die Kultur, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Ne? Und genau das fällt ja gerade weg. Leider Gottes. Na, genau das kann man gerade nicht machen. Und ich hoffe, dass da demnächst tatsächlich Besserungen eintreten, dass man da wieder so ein bisschen freier am Handeln ist. Unabhängig davon, klar, es geht mir jetzt in dem Falle in meiner Aussage nicht um die Kubaner. Natürlich soll es da natürlich auch besser werden, aber ich meine uns als Reisende. Na, speziell unter Reisende, wenn man jetzt dorthin reist, man nutzt Urlaubstage, Überstunden, wie auch immer, investiert haufenweise Geld, um dann eine Woche in einem Quarantänehotel zu sitzen. Ja. Na, und da ist dann halt, ja, hat man kein gutes Gefühl mit. Genau. Und so ist es auch. Ich nehme meine Überstunden, bin der Koch und mit den Überstunden kann ich mir überhaupt diese fast 3 Monate zusammenarbeiten. Ich war ja auch hier, wo ich jetzt aus dem Urlaub zurückgekommen bin, hatte ich noch teilweise Quarantäne und das hat ja jetzt erst angefangen. Aber die Leute haben es echt gut wieder angenommen jetzt hier in Berlin, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben so viel zu tun gehabt. Das hat der Chef schon fast am Anfang so ein bisschen Richtig fertig, unterschätzt. Die sind uns fast die Hütte eingerannt und ja, man kann schon sagen, es wird fast täglich mehr auch. schön. Ja. Ja, klar, also ich sag mal, das sind ja auch so Sachen, die hat man vorher als selbstverständlich genommen. Ne? Irgendwo halt mal ins Restaurant gehen oder ne, sich irgendwo Ja. hinsetzen. Das war halt eine Selbstverständlichkeit. Ne? Und das haben die Leute natürlich auch vermisst. Ne? Also Absolut. von daher. Ja, also ich weiß noch, als die erste Lockerung war, da war ich mit meiner Frau auch direkt im Restaurant. Und als es dann hieß, ab dem nächsten Tag wieder ein bisschen härter und mit weiß ich nicht was für Regelungen, sind wir auch noch am letzten Tag, haben den Tag nochmal ausgenutzt, oder den Abend in dem Falle, sind nochmal im Restaurant, war knackenvoll. Ne? Also, Ja, die Menschen wollen das. Die genau. Menschen wollen nicht eingesperrt sein. Nee, das ist richtig. Vielleicht auch nochmal eine gute Überleitung zu Kuba. Ja, Na, ganz extrem. Also sie hat echt zu kämpfen. Ich merke es an den Telefonaten, an dem, was wir schreiben. Und sie fühlt sich einfach nur noch eingesperrt. Jetzt seitdem Corona ist noch viel, viel schlimmer, als es ja vorher eigentlich auch schon war. Sie hat zwar auch ab und zu, war sie in Guyana und hat auch mit Kleidung, ist Kleidung einkaufen gegangen, hat sie Ja. verkauft in Kuba. Da war sie mal so ein bisschen draußen. Aber jetzt alleine den ganzen Tag nur zu Hause sitzen, sich um den Sohn kümmern, der nicht zur Schule kann, essen, kaum Bewegung, das kann einfach nicht gut sein für Menschen. Und ich finde, ja, da sollte El Presidente vielleicht mal nochmal nachdenken, was er da macht. Also ich finde es überhaupt nicht gut. Die Regeln sind viel schlimmer als in meinen Augen, ja, Corona vielleicht auch ist. Die Notwendigkeit Ja. quasi. Also diese Verhältnismäßigkeit ist in meinen Augen, die stimmt überhaupt nicht. Ja, das ist halt immer schwer einzuschätzen. Ne? Also Ist es. ich will da auch keine, also ich habe nur meine Meinung. Ne? Die Meinung ist quasi auch letztendlich vieles ist übertrieben. Ne? Und wenn ich halt überlege, okay, der Tourismus ist halt einer der wichtigsten Einnahmequellen für Kuba. Liegt halt brach seit Fast 2 Jahren fast zwei jetzt. Jahren, ja, also mindestens anderthalb Jahren. Wo ich jetzt da war, ich will jetzt nicht sagen, ich war der Einzige in Havanna, Ja.
Aber ich kenne es am Plaza der Revolution, da hat man immer Taxis gesehen. Ja. Ich habe da nie ein Taxi gesehen und ich wohne da gleich um die Ecke. Man hat da keine Menschen gesehen, man hat nur die Kubaner gesehen. Nicht in den Bussen, nicht sonst wo, am Malecón nicht. Havanna war das blühende Leben. Da war immer die Hölle los. Und jetzt war einfach die Straßenbahn leer. Also unglaublich, da hat mein Herz geblutet, wo ich das gesehen habe. Weil dieses Havanna-Flair, das ist schon einzigartig, finde ich. Ich war schon echt viel auf der Welt unterwegs, aber so wie in Havanna. War was anderes. Ja, absolut. Ja, naja, das Ganze begann ja damit, dass halt im April die Flughäfen zugemacht wurden letztes Jahr. Ne? Wurden ja dann im Oktober, wenn ich mich recht entsinne, wieder aufgemacht. Und dann mit diesen ersten Gästen, die sich dann halt vielleicht auch nicht unbedingt an die Quarantänevorschriften gehalten haben. Also du hast ja gesagt, du warst zum Beispiel in deiner Wohnung, hast da gewartet die 5 Tage. Ne? Das haben leider nicht alle gemacht. Ne? Und so sind dann auch die Fallzahlen hochgegangen. Und Problem in Kuba ist natürlich auch Medizin. Ja. Ne? Also wenn du hier ein Fieber bekommst, ja, dann nimmst du vielleicht ein Paracetamol oder ne? Irgendwas Fiebersenkendes. Das ist halt in Kuba eher schwieriger. Ne? Und ich denke mal, das ist halt auch einer der Gründe, warum halt diese Maßnahmen so extrem sind, ne? Weil sie halt auf der anderen Seite medizinisch nicht wirklich viel gegenhalten können. Ne? Denke ich, weiß ich nicht. Ne? Das ist halt der Punkt. Ich kann es nicht einschätzen, aber wenn ich mir das halt so betrachte, kann ich es mir eigentlich nur so erklären. Jetzt haben sie zum Glück, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber sie haben eine Fabrik aufgebaut für Medikamente. Nee, hatte ich noch nicht gehört. Sie haben jetzt ihre eigene Fabrik für Medikamente. Sie haben ja ihren eigenen Impfstoff jetzt auch hergestellt. Genau, richtig. Der kommt, glaube ich, auch aus dieser Fabrik. Und werden wir mal hoffen, dass er nicht nur für Corona gedacht ist, sondern auch für andere Medikamente. Mhm. Ich fahre jetzt letzte Woche einkaufen, weil ich bereite mich auch schon auf meine Reise vor. Klar. Hab locker 150 Euro jetzt für Medikamente erstmal schon eingepackt und eingekauft. Und ja, weil ich nicht mehr möchte, dass sie auf die Straße geht, sowas zu kaufen. Das sind Höllenpreise und hier kriegt man es günstiger, wobei es in anderen Ländern noch viel günstiger ist. Und so sorge ich jetzt einfach vor, dass wir auf Dauer vielleicht auch ein bisschen Geld sparen. Ich würde mir auch ganz gern dann irgendwann ein Haus bauen. Ich habe mir schon so ein kleines Örtchen ausgesucht, in das ich mich verliebt habe. Das ist Siboney. Ja. Ist in Santiago de Cuba, am Karibischen Meer. Ist einfach traumhaft. Und ja, mal gucken. Ja, positiv denken. Genau. Ist aber auch nochmal ein spannender Punkt, den du gerade angesprochen hast. Eure Zukunft, siehst du die oder seht ihr die in Deutschland langfristig oder doch denn in Kuba? Oder, ja, wie, ich oder wäre so, das Haus? Ich habe jetzt so einen kleinen Plan oder was wir uns so vorstellen, was wir jetzt so machen. Ich würde sie ganz gern erstmal hierher bringen. Ich bin jetzt auch, jetzt ist erstmal die Hochzeit dran. Dafür habe ich halt Geld gespart und ich versuche jetzt noch Geld zu sparen, eventuell in Havanna ein Restaurant aufzubauen. Aber ein kleines Restaurant, weil die Kubaner sind verrückt nach Pasta und Pizza. Ich habe mein halbes Leben lang in einer italienischen Küche gekocht. Das habe ich so im Hinterkopf und ja, meine Rente zum Beispiel würde ich dann ganz gerne das Haus in Siboney haben oder vielleicht finde ich noch ein anderes schönes Örtchen. Da würde ich ganz gerne meine Rente verbringen, weil hier in Deutschland ist mir teilweise schon zu kalt. Das sind so meine Zukunftspläne. Okay. Und dass wir dann, wenn sie hierher kommt, und ich hoffe, weil sie kriegt, glaube ich, erstmal nur ein 3-Monats-Visum, und wenn sie dann dieses Deutsch besser gelernt hat und versteht, dass sie dann vielleicht auch Arbeit hier findet und dass wir dann zusammen für die Zukunft sparen. Bezüglich dem Visum, sie kriegt ein Einreisevisum für 3 Monate. Das heißt, in diesen 3 Monaten hat sie Zeit, zur Ausländerbehörde zu gehen. Okay. Und da kriegt sie dann halt ihren Aufenthaltsstatus. Okay. Na, also da, der wird dann halt ausgestellt für 1 bis 3 Jahre erstmal. Im Regelfall machen sie nur 1 Jahr. Genau. Ah. Und wenn dann alles gut läuft, dann kriegt sie eventuell nochmal 3 Jahre. Oder nochmal 1 Jahr und nochmal, genau. Und ich glaube, wenn sie 5 Jahre hier gearbeitet hat,
weiß gar nicht, 5 oder 3 und das müssen auch 160 Stunden im Monat sein, dann kriegt sie dann wahrscheinlich einen unbefristeten Aufenthalt. Das hat was nachher mit der Arbeit, glaube ich, zu tun. Naja, der unbefristete Aufenthalt oder der Titel, den erhält sie in eurem Fall, dadurch, dass ihr geheiratet habt oder werdet, also in Zukunft gesprochen gehabt, frühestens nach 5 Jahren. Wichtig ist halt nur, dass sie halt unabhängig auch von staatlichen Leistungen ist, erlebt. Ansonsten gibt es da gar nicht so große Forderungen. Ne, der Integrationskurs muss halt abgeschlossen sein. Klar. Ne, und ansonsten, wenn es dann darum geht, später vielleicht, weiß ich nicht, einen deutschen Pass oder ähnliches noch zu erhalten, da sehen die Voraussetzungen ähnlich aus. Da müsste ich selber tatsächlich auch nochmal nachlesen, weil man vergisst doch einiges, ne, so manche Details. Aber das hat weniger was mit der Beschäftigung, mit der Arbeit zu tun. Da noch mehr, sage ich mal, als bei der Niederlassungserlaubnis. Okay. Na, dieser Niederlassungserlaubnis, also dieser unbefristete Aufenthalt, sagt einfach nur, es darf halt, dürfen halt auch nach Möglichkeit keine Leistung vom Staat erhalten werden. Im Umkehrschluss heißt es halt, man ist in Beschäftigung, aber sag mal, wenn du jetzt so viel verdienst, als dass sie jetzt nicht unbedingt auf Leistung angewiesen ist, dann heißt es das auch quasi. Okay. Na, genau. Ja, quasi nochmal. Kein Problem. Nein. In 2 Wochen fängt sie auf jeden Fall an, im Goethe-Institut Deutsch zu lernen. Das wollte ich gerade noch fragen, tatsächlich, wie es mit den Deutschkenntnissen bei ihr aussieht. Damit haben wir jetzt hätte schon eigentlich letzten Monat angefangen, aber durch Corona haben wir das immer in die Länge gezogen, in die Länge gezogen. Und jetzt fängt sie Mitte September an, im Goethe-Institut, was ja sehr wichtig ist, was hier auch anerkannt ist. Fängt sie an, Deutsch zu lernen. Sie hatte schon mal eine kubanische Deutschlehrerin. Diese Frau hat hier in Deutschland schon gearbeitet und gelebt und war Übersetzerin für die kubanische Botschaft. Okay. Sie ist jetzt in Rente und hat sich dadurch ein bisschen Geld nebenbei verdient. Und das fand ich ganz gut. Das war dann so lernt man viel, 1:1, nicht so im Klassenraum. Aber sie ist leider schon eine sehr alte Frau, hat jetzt auch viel Angst wegen Corona und hat dann gesagt, dass sie jetzt nicht mehr möchte, dass sie kommt. Und ja, aber ein bisschen Deutschkenntnisse hat sie schon. Sie schreibt auch schon ab und zu und sie lernt jetzt auch schon teilweise alleine ein bisschen. Und ja, jetzt geht es bald richtig los und mich freut es auch, dass sie das macht. Schön. Also kommt sie mit dem Lernen jetzt auch klar, sage ich mal. Darf man fragen, wie alt sie ist? Ja, 34. 34, ist die Schule also auch schon ein Weilchen her. Ja. Deswegen meine ich halt, ne? Also muss man erstmal wieder so reinkommen, so ins Lernen. Ja. Sie traut sich nicht. Sie kann viel mehr, das hat die Lehrerin auch schon gesagt damals. Sie traut sich nicht zu reden. Mhm. Aber wenn sie es macht, muss ich ganz ehrlich sagen, macht sie schon echt gut. Und ich finde es dann auch noch extrem süß, wenn sie dann so auf Deutsch spricht. Doch. Schön. Sie braucht sich nur trauen und dann kommt es dann. Das ist halt so das typische Problem, ne? Wenn man halt auf einer fremden Sprache sich irgendwie mitteilen muss, die man halt selber nicht so richtig spricht. Ich kenne das. Manch einer überwindet halt den Punkt und ja gut, ich rede halt und gucke halt, wie man mich versteht. Genau, so bin ich. So bin ich auch. Genau, aber dann gibt es halt wieder Personen, die, naja, dann sag ich lieber nichts. Ja. Na gut, ist er denn auch zeitlich gesehen, wenn sie jetzt anfängt quasi? Wie lange geht der Kurs? Ist kurz vor der Hochzeit ist er vorbei, der Kurs. Also ein Schnellkurs mehr oder weniger. Genau. Wie teuer ist der aktuell? $500. $500. Okay. Ungefähr, ich weiß jetzt nicht genau auf den Dollar genau. Ein Alpenpreis, den ich gerade noch im Kopf hatte, waren 400 irgendwas, deswegen kann Rüger Werner es jetzt. Das Gute ist, wenn man das im Goethe-Institut macht und sie den A1 hat und dann hierher kommt, kann sie hier im Goethe-Institut weiter in die Schule gehen und braucht, glaube ich, nicht mal Geld dafür bezahlen. Echt? Das weiß ich nicht. So hat sie mir das jetzt erklärt, aber manchmal ist der Übersetzer nicht der Beste. Ja. Das weiß ich nicht, also ob das jetzt richtig ist oder falsch, keine Ahnung. Was ich weiß, ist halt, dass die Ausländerbehörde eine
Verpflichtung ausspricht, den Integrationskurs zu machen. Mhm. Der kostet auch. Der kostet, ich glaube, 192 Euro im Monat, irgendwie so in dem Dreh. Das ist aber auch Wissen, glaube ich, über Deutschland, richtig? Da ist ja nicht nur Sprechen mit bei. Genau, das ist, halt eine gewisse Anzahl an Stunden Sprache. Mhm. Na, und dann halt einen Monat lang waren das, glaube ich, also 100 Stunden sind es dann ja, Wissen über Deutschland, Politik, Geschichte, Alltag, genau, sowas halt. Ja, und der muss halt abgeschlossen werden, wenn es denn halt, also wenn man für sich halt mehr möchte. Ja, ja. Ich sagte halt so, weil letztendlich gerade hier in Berlin gibt es ja sehr viele Personen, die halt den Integrationskurs eben nicht abgeschlossen haben und das halt über mehrere Jahre schon nicht abgeschlossen haben. Wenn man allerdings ein Ziel hat, meinetwegen halt den deutschen Pass oder ähnliches, ne, dann muss da halt auch ein bisschen was vorgelegt werden. Mhm. Und dazu zählt dann halt aber auch die entsprechende Qualifizierung. Ist klar. Im Sinne von Sprachniveau. Na, und der Integrationskurs endet ja mit B1. Na, ist ja halt dann schon, man kann sich schon gut unterhalten, mhm, sage ich mal. Na, und das soll dann auch das Ziel sein. Tatsächlich. Und ob das dann wiederum über das Goethe-Institut kostenfrei ist, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass da halt noch zusätzliche Kurse vielleicht, genau, kostenfrei. Das ist ja nicht diese Integration, das ist da, glaube ich, nicht mit bei. Das kann, ja. Na, aber ansonsten. Aber gut, ist ja auch nicht verkehrt, ne, dass man da halt alles an Input mitnimmt, was geht. Wichtig ist es halt auch, eine anerkannte Stelle zu haben. Und Goethe-Institut ist weltweit anerkannt. Ja. Ist in Kuba, glaube ich, auch die Hauptschule für Deutsch. Und hier, ja, wichtig, genau, wichtig ist halt in Kuba, dass halt die Prüfungen dort abgelegt wird. Und das genau ist ja im Regelfall. An sich hätte es ausgereicht, wäre sie bei dieser Lehrerin geblieben, sage ich mal, also in diesem 1:1-Unterricht und hätte dann letztendlich nur die Prüfung beim Goethe-Institut gemacht, hätte auch gereicht. Ne? Aber so ist sie natürlich komplett involviert. Und genau, sie kennt die Lehrerin, das hat mir auch unsere Lehrerin empfohlen, dass sie das machen soll, weil man lernt dann die Leute auch gleich kennen, dann ist man vielleicht schon, baut eine gewisse Freundschaft vielleicht auch auf, und dann fällt es nachher auch viel leichter. Mhm. Ja, vor allem auch mit dem Lernen untereinander, ne? Genau. Anstatt halt im 1:1. Hat halt alle seine Vor- und Nachteile. Ich bin gespannt, wie viele jetzt dort angemeldet sind. Mhm. Es wurde, wie gesagt, immer verzögert, verlängert, und mal gucken. Wie gesagt, in 2 Wochen fängt sie, glaube ich, an, und dann kann sie mal ein bisschen mehr noch berichten. Mhm. Okay. Ja gut, ich drücke euch die Daumen. Vielen Dank. Hast du denn noch irgendwas mitzuteilen, was du jetzt unbedingt noch loswerden möchtest? Ansonsten hätte ich gleich noch eine Schnellfragerunde. Dann beginnen wir die Schnellfragerunde. Okay, also einfach zur kubanischen Thematik. Ne? Lieblingsessen? Tamales. Lieblingsgetränk? Puren Rum. Puren Rum, okay. Lieblingsort? Siboney. Ja, habe ich mir jetzt was gedacht. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen spannender, weil letztendlich Siboney, Santiago, deine zukünftige Frau, Havanna. Havanna oder Santiago? Das wird sie jetzt nicht gerne hören, aber ich sage Santiago. Okay. Casa Particular oder Hotel? Das denke ich auch schon. Casa Particular. Eindeutig. Okay, das war es dann auch schon mit der Schnellfragerunde. Ja, Philipp, danke, dass du dich bereit erklärt hattest für dieses Interview. Wir sind jetzt auch schon auf eine entsprechende Zeit gekommen. Auf jeden Fall. Na, von daher ist da einiges so an Informationen zusammengekommen, hat mich sehr gefreut. Mich auch. Wie gesagt, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, gerade wenn du dann halt nach der Hochzeit vielleicht noch das eine oder andere wissen möchtest, schreib mich einfach an oder ruf mich an, was ist die Nummer jetzt? Das freut mich sehr, gern. Das freut mich sehr. Und ja, danke nochmal. Möchtest du noch irgendwas? Nö. Es hat Spaß gemacht, super, und vielleicht macht man ja es nach der Hochzeit nochmal. Warum nicht? Ne, wenn es dann halt neue Eindrücke gibt, einfach melden, und dann kann man da vielleicht nochmal zusammenkommen. Na, ja, dann war es das auch von mir. Adieu. Saludos. So, ich melde mich hier nochmal aus dem Schnitt. Das war jetzt das Interview mit Philipp.
Der Schwerpunkt war in dem Fall also seine Heirat im November und generell so seine Eindrücke, die er bisher hatte. Und jetzt folgen noch weitere Interviews. Es haben sich doch ja, die ein oder anderen Personen bei mir gemeldet. Und tatsächlich, das Schöne daran ist, wir haben verschiedene Schwerpunktthemen und diese werden jetzt in den nächsten Wochen dann hier auf meinem Kanal erscheinen. Und ja, wenn du auch der Meinung bist, dass du gerne am Interview teilnehmen möchtest oder an einem Interview, dann melde dich einfach ja ganz normal über die E-Mail-Adresse wie beim letzten Mal auch, info@ilovekuba.de, und dann gucken wir mal, ob wir zusammenkommen. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, das soll es für heute erstmal wieder gewesen sein. Dann bis zum nächsten Mal, spätestens am Sonntag um 17 Uhr. Bis dahin, saludos, ciao.